So, es soll heute um Josie Charles, ihr Buch Rose Lane University, Zeig mir, wer du bist, gehen. Das Cover hat mich irgendwie total geflasht. Wisst ihr warum? Mich erinnert dieser schwarz-weiße Hintergrund immer an einen College-Block. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber es erinnert mich mal an einen College-Block, der so mit so einem floralen Muster beklebt wurde, wie so ein Bullet Journal. Krass, oder? Dass man sowas im Kopf hat. Bei mir war das irgendwie sofort da, dieses Schwarz-Weiße, dass mich das daran erinnert hat. Ich weiß nicht, wem es genauso ging. Ich bin gespannt, wie euch das Cover gefällt. Ich finde, es ist typisch Josie Charles Cover. Ich nehme euch mit in den Klappentext. Als Shawnee neu an die Rose Lane University in Cornwall kommt und das Foto von Rugby-Star Killian McKenzie entdeckt, ist es gleich um sie geschehen. Schnell findet sie sich mit seiner Schwester Liv an, die ihr erzählt, ihr Bruder würde ein Auslandsjahr in den USA absolvieren. Doch wenn das stimmt, wie kann es dann sein, dass Shawnee glaubt, Killian auf dem Anwesen der McKenzies gesehen zu haben? Und warum fühlt sie sich auf Schritt und Tritt beobachtet? Rose Lane University, du willst meine Liebe, dann zeig mir, wer du bist. Ich mag es, dass der Klappentext einfach auch so kurz, knackig, ohne irgendwelchen großen Schickimicki ist und ohne irgendwie Bamflet zu sein. Ich finde so einen Klappentext. Was denke ich mir mal, muss ich das Buch dann noch lesen? Das kann Josie unglaublich gut, finde ich. Und das kurz und knackig zu halten. Und wir tauchen natürlich ab in eine neue College-Reihe von ihr, ne? Kapitel 1. Rauchblaue Augen. Shawnee. Wow. Mehr bringe ich nicht hervor, nur dieses eine Wort. Neben mir gibt mein bester Freund Finn ein Geräusch von sich, das mir Zustimmung signalisieren soll, dabei aber eher wie ein Erstickungsanfall klingt. Er scheint ähnlich beeindruckt zu sein wie ich. Ich grinse über seine Antwort, schaffe es aber nicht dabei, den Blick von dem riesig gotischen Gebäude abzuwenden, das direkt vor mir liegt. Die Spitzbögen und Säulen faszinieren mich genau wie die weitläufigen Rasenflächen, die sich vor meiner neuen Uni erstreckt. Rose Lane ist so eindrucksvoll, dass ich beinahe eingeschüchtert bin. Die Auswahlverfahren und Tests haben in einem anderen Gebäude mitten in Dunchester stattgefunden, und so sehe ich die RLU heute zum ersten Mal aus der Nähe. Was soll ich sagen? Sie übertrifft alles, was ich mir ausgemalt habe. Ich fühle mich wie in einem Märchen. Sieht aus, als würde Harry Potter gleich auf einem Zauberstab um die Ecke kommen, sage ich und betrachte dabei die vielen hohen Fenster, die die Hälfte der Fassade bedecken und aussehen, als würden sich hinter jedem davon ein kleines Geheimnis verbergen. Auf einem Zauberstab. Also, wenn das eine Sexanspielung sein sollte, dann müsst ihr dir misslungen. Finn sieht mich amüsiert an. Ich stoße ihm meinen Ellbogen in die Rippen. Du weißt doch, was ich meine. Finn fängt an zu lachen. Ich kann nicht anders, als mit einzustimmen. Ich liebe sein Lachen, weil es immer zuerst seine Augen erreicht und sie noch mehr funkeln lässt, als sie es ohnehin schon tun. Finn ist mein bester Freund seit Kindertagen und sieht mit seinem dunklen Haar und der ebenmäßigen Haut aus wie ein Armani-Model. Leider ist er dabei nur 1,73 Meter groß und zieht sich an, als wäre er in den späten 90ern hängen geblieben. Meist hat er irgendwelche unmöglichen Hoodies an, über die er dann noch unmöglichere T-Shirts zieht, was ihn so unförmig wirken lässt wie ein Marshmallow. Aber die Jungs stehen drauf und ich denke, deshalb behält er diesen leicht nerdigen Look bei. Gehen wir rein? Von mir aus, wenn du die Uni genug bestaunt hast. Finn steckt betont lässig die Hände in die Taschen seines Pullovers, wobei sich das Shirt unvorteilhaft darüber wölbt und setzt sich in Bewegung. Er braucht gar nichts zu tun. Ich kenne ihn gut genug, um zu wissen, dass ihn Rose Lane nicht weniger umgehauen hat als mich. Ich folge ihm, nachdem ich noch einmal tief durchgeatmet habe. Dies ist er also, der erste Tag an einer der renommiertesten Universitäten in ganz England. In mir streiten Vorfreude und Nervosität miteinander, und ich wünschte, mein bester Freund würde den ganzen Tag an meiner Seite bleiben. Leider studieren wir unterschiedliche Hauptfächer, und so trennen sich unsere Wege schon gleich. Finn wird sich den Medienwissenschaftlern anschließen, während ich zu den Maschinenbauern gehe. Der Studiengang ist nicht gerade beliebt bei Studentinnen und ich bin gespannt, ob außer mir noch irgendwelche Mädels in meinem Kurs sind.
Ehrfürchtig steige ich neben Finn die Treppen zum Hauptgebäude hinauf, von dem aus es zahlreiche Abzweigungen in die einzelnen Fakultätsbauten gibt, und versuche, den Moment voll und ganz zu genießen. Ich blende dabei die anderen Studenten aus, die mich teils in Talaren und teils in normaler Alltagskleidung überholen und zu ihren Vorlesungen gehen. Es ist ein ehrwürdiger Augenblick, auf den ich schon so lange gewartet habe, den ich durchbreche, damit eine lange Tradition in unserer Familie. Vor mir sind alle Carrots an der Uni in London gewesen, doch mich hat es schon immer nach Rose Lane gezogen, 400 Kilometer weit weg von meiner Familie. Und Finn ist mitgekommen, so wie es sich für einen besten Freund gehört. Ich liebe die Rauheit von Südengland und er tut es ebenfalls. Wir sind unzählige Male zusammen nach Cornwall gereist und für uns beide stand vom ersten Besuch an fest, dass wir irgendwann im Süden studieren wollen. Versuch etwas offen zu sein, Shawnee, riet er mir, als wir uns voneinander verabschieden. Du bist nur einmal im Leben Studentin, also such dir einen scharfen Typen und lass es richtig krachen, versprochen? So wie du? Frag ich und zwinkere ihm zu. Ganz genauso wie ich. Finn erwidert mein Zwinkern, dann drückt er mich kurz. Wir sehen uns nachher beim Essen. Bis später. Ich schaue ihm nach, wie er sich selbstsicher zwischen die gut gekleideten Studenten mischt und dabei in seinem Outfit auffällt wie ein bunter Hund. Wie erwartet hat er keine Berührungsängste und ist schon nach wenigen Metern mit den ersten Studenten ins Gespräch vertieft. Das ist typisch Finn. Ich wende mich ab und nehme den Gang, der hinüber zum Gebäude der Maschinenbauer führt. Dabei fällt mir auf, dass die Wände in Rose Lane allesamt vollgehangen sind. Überall prangen riesige Wappen und präsentieren das Logo der Uni. Drei gekreuzte Schwerter überlagert von einer einzelnen rosafarbenen Rose. Die restlichen Flächen werden von Studentenfotos geziert. Meist zeigen sie Sportler auf dem Feld oder Absolventen in Roben. Dass Rose Lane so traditionell ist, gefällt mir und ich freue mich schon auf die feierlichen Abendessen und den Commemoration Ball, der im dritten Trimester auf mich wartet. Da ich noch etwas Zeit habe, schlendere ich an der Bildergalerie entlang. Sie zeigt jetzt Einzelporträts verschiedener Sportler. Erst entdecke ich eine Reihe von Cricketspielern, dann kommen die Polo-Stars und letztlich lande ich beim Rugby. Eine nach dem anderen betrachte ich die Spieler, die so kämpferisch in die Kamera blicken, dass es fast lustig wirkt. Nur einer sticht dabei aus der Masse hervor und ich bleibe stehen, um ihn mir genauer anzusehen. Ein junger Typ mit dunklem Haar sieht mir von dem Foto aus entgegen. Seine rauchblauen Augen ziehen mich sofort in ihren Bann und ich trete einen Stück näher. Seine Lippen haben einen natürlichen Schwung, der ihn aussehen lässt, als würde er alles nicht so ernst nehmen und ich muss unwillkürlich lachen. Sein Name steht in goldenen Buchstaben unter dem Foto. Kieran McKenzie, lese ich ihn leise vor. Ein toller Mann, oder? Fragt plötzlich jemand neben mir und ich fahre erschrocken zusammen. Neben mir steht eine dunkelhaarige Studentin in einem kurzen Faltenrock und einer eleganten Bluse, die vorne von einer Brosche zusammengehalten wird. Ich weiß nicht, ob ich die Brosche schön oder gruselig finden soll, denn sie zeigt einen Totenkopf inmitten von bunten Blumen. Die Dunkelhaarige betrachtet weiter Kiriens Bild und merkt dabei gar nicht, dass ich sie so eingehend mustere. Schnell, bevor sie mich dabei ertappte, wende ich mich ebenfalls wieder dem Foto zu und auch diesmal trifft mich der Blick aus Kiriens rauchigen Augen direkt ins Mark. Er sieht gut aus, er ist einer der Besten in seinem Fach und ein absolutes Rugby-Ass. Die Frauen liegen ihm zu Füßen, schwärmt die Studentin und ich werde rot vor lauter Scham. Aber nach Hause geht er nur mit einer. Und zwar mit mir. Mist. In meinen ersten Minuten in Rose Lane bin ich direkt dabei erwischt worden, wie ich den Freund einer anderen anhimmle. Das geht ja gut los. Ist der dein Freund? Frage ich, weil mir nichts Besseres einfällt und versuche beiläufig zu klingen. Ganz so, als würde Kiriens Anblick mich vollkommen kalt lassen. Nein. Die Brünette wendet sich mir zu und schmunzelt. Mein Bruder. Mein, was? Du hast mich reingelegt, platzt es aus mir heraus. Ich dachte, ihr seid ein Paar. Ich weiß, ziemlich eklige Vorstellung. Die Brünette lacht und hält mir die Hand hin. Ich bin Liv McKenzie. Shawnee Carroll, erwidere ich und ergreife ihre Finger. Und damit ist das erste Eis gebrochen. Liv scheint witzig zu sein und genau zu wissen, was für eine Wirkung ihr Bruder auf Frauen hat.
Anders als Finn bin ich nicht unbedingt jemand, der leicht Freundschaften schließt. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass Liv den ersten Schritt gemacht hat. Jetzt bin ich an der Reihe. Was studierst du? Maschinenbau. Liv macht eine ausladende Handbewegung, als wäre das offensichtlich. Und das ist es eigentlich auch. Schließlich befinden wir uns im Trakt der Maschinenbauer. Trotzdem bin ich überrascht. Sie sieht so edel aus, dass ich sie eher bei den Designstudenten eingeordnet hätte oder bei den Künstlern. Andererseits glaubt mir auch immer niemand, wenn ich erzähle, wofür ich mich eingeschrieben habe. Mit 1,68 Meter und meinen großen bernsteinfarbenen Augen sehe ich wohl nicht aus, als könnte ich es mit schweren Maschinen aufnehmen. Ich auch. Ich habe jetzt eine Vorlesung bei Mr. Winston. Trifft sich gut. Ich nehme mich ebenfalls. Liv hakt sich wie selbstverständlich bei mir unter und geht mit mir los. Dann wollen wir doch mal sehen, was uns Mr. Winston so Schönes zu erzählen hat. Zufälle gibt es. Aber ich werde mich sicher nicht darüber beklagen, dass ich gleich in meinen ersten Minuten in Rose Lane Anschluss gefunden habe. Und so gehe ich Seite an Seite mit Liv zu der ersten Vorlesung meines Lebens. Shawnee. Mr. Winston ist ein großer, hagerer Mann, der selbst in dem riesigen Hörsaal, in dem die Vorlesung stattfindet, den Kopf einzieht. Natürlich wäre das bei der hohen Decke nicht nötig, doch es scheint eine Angewohnheit von ihm zu sein, die ihn mir sympathisch macht, einfach weil sie so menschlich ist. Mit seiner warmen und trotzdem kräftigen Stimme erzählt er, was uns dieses Trimester alles erwartet, und ich freue mich vor allem auf den technischen Teil, den er uns vorspricht. Schon als Kind hatte ich eine Schwäche für alles, was sich bewegt, und mit 7 habe ich zum ersten Mal etwas repariert. Ich hatte eine alte mechanische Puppe, die beim Laufen mit winzigen Drumsticks auf eine Trommel geschlagen hat. Als sie irgendwann nicht mehr getrommelt hat, wollten meine Eltern sie wegwerfen, aber ich habe sie wieder in Gang gesetzt. Zugegeben, es hat sich nur ein Zahnrad gelockert, trotzdem war ich stolz, dass das Püppchen wieder heil war. Von da an war meine Leidenschaft geweckt und mit der Zeit habe ich mich mit immer anspruchsvolleren Projekten beschäftigt. Meine bisher größte Arbeit war eine Vintage-Nähmaschine, die ich mit moderner Technik optimiert habe. Meine Mutter, die leidenschaftlich gern näht, hat sich an Weihnachten wie verrückt darüber gefreut. Und das wiederum hat mich gefreut. Neben mir stöhnt Liv genervt auf und verstehe gleich, was ihr nicht gefällt. Mr. Winston hat Mathematik mit auf die Trimesterliste gesetzt und ich weiß von vielen technisch begabten Menschen, dass sie nicht gerade eine Leidenschaft für Mathe haben. Ich hingegen liebe Zahlen. Nicht dein Ding, raune ich ihr zu? Und sie schüttelt vehement den Kopf. Gar nichts hieran ist mein Ding. Ich kann nicht mal eine Glühbirne wechseln. Sie kräuselt ihre Lippen, die einen Rotton haben, der fast ins Lilafarbene geht, und hebt ratlos die Schultern. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wieso hat sie diesen Studiengang gewählt, wenn er ihr nicht liegt? Und wieso bist du dann hier? Flüstere ich und hoffe, dass Mr. Winston nicht bemerkt, dass wir uns unterhalten. Um meiner Mom eins auszuwischen? Livs Grinsen erinnert mich an den leicht ironischen Ausdruck, der auch die Züge ihres Bruders auf dem Foto umspielt. Sie wollte, dass ich irgendetwas wähle, womit sie vor ihren Freundinnen angeben kann. Etwas Exotisches wie Japanologie oder etwas Tugendhaftes wie Ethik. Das ist aber, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie verbaut sich extra die Zukunft nur wegen eines kleinen Triumphes über ihre Mutter? Nun schau nicht so, ich werde es sowieso niemals arbeiten. Es ist nur ein kleiner Zeitvertreib, mir nicht, ging die Langeweile. Ich scheine sie immer noch ziemlich ratlos anzublicken, denn sie ergänzt: Wir sind steinreich. Ich werde irgendwann Bluebells Hall erben und damit viele Hektar Land, Immobilien, Kunstwerke. Ich hatte praktisch bereits bei meiner Geburt ausgesorgt. Sie sagt das so, als wäre es das Normalste der Welt. Meine Familie ist auch nicht gerade arm, aber wir haben weder ein Anwesen noch irgendwelchen Grundbesitz oder sonst irgendwas. Und von uns kann es sich auch niemand leisten, nur zum Zeitvertreib zu studieren. Es kommt mir vor, als würde Liv aus einer gänzlich anderen Welt kommen. Ich weiß, wie das klingt, und ich hoffe, du hast jetzt kein falsches Bild von mir. Liv sieht mich bedauernd an. Nicht jedem gefällt dieser Lebensstil. Mein Bruder Killian zum Beispiel steht nicht auf den ganzen Protz. Er will Bluebells Hall auch nicht erben, sondern einfach von seiner Sportlerkarriere leben. Ich hingegen genieße das Leben. Es ist viel zu kurz, um es mit Arbeit zu verschwenden.
Oder mit einem Studiengang, der einem nicht liegt? Ergänze ich. Das ist etwas anderes. Liv sieht sich um und lächelt. Ich liebe es, unter Menschen zu sein. Wenn ich denn dabei noch lerne, wie man eine Lampe anbringt, perfekt. Ich verkneife es mir, zu erklären, dass Elektrik und Mechanik nicht dasselbe sind und versuche mir vorzustellen, wie sehr sich Livs Leben von meinem unterscheidet. Während sie in einem gemütlichen, nicht ganz bescheidenen Haus lebt, das sich Bluebells Hall nennt, habe ich ein Zimmer im Wohnheim ergattern können, was für mich schon einem Lottogewinn nahe kam. Und während die McKenzies die Studiengebühren wahrscheinlich aus der Portokasse bezahlen, habe ich bereits zu meiner Schulzeit gearbeitet und mein Geld gespart, damit ich das erste Trimester notfalls auch über die Runden kommen kann, wenn ich keinen Job finde. Trotzdem bin ich nicht neidisch auf Liv, denn ich sorge gerne für mich selbst. Du hältst mich jetzt für total abgehoben, oder? Ich mustere Liv. Tue ich das? Nein, eigentlich nicht. Im Grunde tut sie mir sogar etwas leid, denn ihr Leben klingt ziemlich leer und unerfüllt. Ehrlich gesagt, beginne ich, bin mir aber nicht sicher, ob Liv die Wahrheit vertragen kann. Schließlich kenne ich sie erst seit einer Stunde. Es hört sich nicht an, als wärst du besonders glücklich. Jetzt habe ich es doch gesagt. Hoffentlich nimmt mir Liv meine Offenheit nicht übel. Liv sieht weg und pustet sich nachdenklich ein paar Strähnen aus der Stirn. Das ist schon Glück. Darauf kann ich sofort hunderte Antworten geben. Glück ist, wenn man auch nach einem anstrengenden Tag zufrieden ins Bett fällt. Glück sind die kleinen Momente, die dich aus deinem Alltag holen und ihn zu etwas Besonderem machen. Glück ist das Kribbeln, was ein anderer Mensch an deinem Bauch verursacht oder einfach das Lachen einer geliebten Person. Glück ist der unbeschwerte Augenblick, wenn du eine Straße entlang fährst, ohne zu wissen, was dich an ihrem Ende erwartet. Oder wenn du etwas, das du gebaut hast, zum ersten Mal ausprobierst und siehst, dass es funktioniert. Wahnsinn. Liv lacht leise, aber es klingt kein bisschen hämisch, sondern überrascht. Diese Antwort hat mir noch nie jemand gegeben. Das kann ich mir vorstellen. In ihren Kreisen besteht Glück wahrscheinlich aus der Million auf dem Konto und dem Porsche in der Garage. Ich mache dir einen Vorschlag, Shawnee. Liv wendet sich mir zu, der nachdenkliche Ausdruck ist gewichen und sie wirkt jetzt wieder unbeschwert auf mich. Jetzt bin ich gespannt. Ich lächle sie auffordernd an und bin insgeheim froh, dass sie nicht böse auf mich ist. Du gibst mir Nachhilfe in diesem ganzen Mechanikzeug und ich bezahle dich so gut, dass du die da nicht mehr brauchst. Mit dem Kind deutet sie auf einen Stapel Flyer, der ganz zu oberst in meiner Tasche liegt. Darauf steht, dass ich einen Nebenjob suche, um meine Studiengebühren bezahlen zu können. Zwar möchte ich nicht, dass Liv mein Studium finanziert, doch die Idee, sie ein bisschen zu unterstützen, gefällt mir. Vielleicht kann ich sie ja sogar für das begeistern, was wir hier tun. Einverstanden, sage ich und halte ihr die Hand hin. Sie schüttet sich feierlich und strahlt mich an. Am besten kommst du gleich heute nach Bluebells Hall. Ich willige ein und spüre ein vorfreudiges Prickeln in mir. Zum einen bin ich gespannt darauf zu sehen, wie Liv lebt, und zum anderen hofft ein Teil von mir, dass ich dort Killian begegne. Nur um zu sehen, ob er in Wirklichkeit auch so eine starke Anziehungskraft auf mich ausübt wie auf dem Foto. Außerdem hat Finn mir geraten, etwas offener zu sein. Und da passt es doch perfekt, wenn ich an meinem ersten Tag gleich zwei Kontakte knüpfe. Apropos Finn. Er muss mich unbedingt in Sachen Outfit beraten, denn ich will einen guten ersten Eindruck machen. Auf die McKenzies, versteht sich. Auf alle natürlich und nicht nur auf Killian. Ich widme mich wieder Mr. Winston, der die Trimesterliste in den letzten Minuten um einige Punkte ergänzt hat, kann ihm aber nicht mehr ganz folgen. Meine Gedanken schweifen immer wieder ab und ich male mir Bluebells Hall und meinen Besuch dort auf 100 verschiedene Arten aus. Einmal ist es Killian, der mir bei meinem Eintreffen die Tür öffnet. Ein anderes Mal sehe ich ihn bereits von draußen, wie er in einem edlen Wintergarten sitzt und mir aus seinen kugeligen blauen Augen entgegenblickt. In einer wieder anderen Version fährt er gerade in einem schicken Flitzer vor, als ich meine Finger auf die Klinge drücke. Weil Liv sich verspätet, lädt er mich auf eine Spritztour ein. Egal auf welche Art mein Besuch bei Liv in meiner Vorstellung abläuft, immer ist Killian dort und jedes Mal verstehen wir uns auf Anhieb blendend. Meine Mom hat schon immer gesagt, dass ich eine hoffnungslose Träumerin bin und auch wenn ich es eigentlich immer abstreite, muss ich in diesem Fall recht geben. Wahrscheinlich liegt es an Rose Lane, meiner neuen Uni, die auf mich wirkt,
Als wäre ja einfach alles möglich. Shawnee. In meiner freien Zeit zwischen zwei Vorlesungen treffe ich mich wie verabredet mit Finn. Er wartet bereits vor dem Gebäude auf mich und wirkt genau wie ich vollkommen zufrieden mit seinen ersten Veranstaltungen. Es war toll, plapper ich gleich drauf los. Mr. Winston ist super und wir werden ziemlich viel praktisches Zeug machen. Außerdem bin ich gleich mit einer anderen Studentin ins Gespräch gekommen. Du kannst also stolz auf mich sein. Na, das bin ich auch, sagt Finn, legt einen Arm um mich und schlendert mit mir über den Campus. Die Septembersonne scheint, aber die akkurat gestutzten Rasenflächen sind allesamt leer, was wahrscheinlich an den Betreten strengstens verboten Schildern liegt. Dafür entdecke ich einige Studentinnen und Studenten auf den Bänken und Treppenstufen vor der Uni. Sie wirken alle vollkommen entspannt und ich bin erleichtert, dass die Stimmung an der Rose Lane noch besser ist, als ich es erwartet hätte. Niemand wirft Finn und mir schräge Blicke zu und wir sind auch noch nicht die Opfer irgendwelcher Streiche für Erstis geworden, wie man es aus amerikanischen College-Filmen kennt. Wie war es bei dir? Frage ich Finn. Ich will alles wissen. Zuerst bin ich damit dran, dich zu löchern, gibt er grinsend zurück. Eine andere Studentin, sagst du? Ich erzähle ihm von Liv McKenzie und ihrer seltsamen, aber sympathischen Art. Als ich ihm berichte, dass sie nur studiert, um ihre Mutter zu ärgern, lacht Finn genauso trocken, wie ich es erwartet hatte. Das ist ja alles schön und gut, sagt er, als ich mit meiner Erzählung über Liv fertig bin. Aber hattest du von mir nicht den Auftrag, dir einen tollen Typen zu angeln? Als wäre in meinem Hirn der Begriff toller Typ bereits mit Kilian verknüpft, baut sich bei Finns Worten direkt wieder sein Bild vor meinem inneren Auge auf. Was nicht ist, kann ja noch werden, antworte ich kryptisch und ernte dafür einen auffordernden Stoß in die Seite. Okay, okay, ich sag dir was. Ich bleib stehen und sehe meinen besten Freund an, der vor Neugierde beinahe zu platzen droht. Liv hat einen ziemlich süßen Bruder. Ich habe bisher zwar nur sein Foto gesehen, aber... Er wäre was für dich, hakt Finn nach. Ich zucke mit den Schultern, dem Bild nach zu urteilen schon. Natürlich sollte man nicht nur nach Äußerlichkeiten gehen, das ist mir klar. Aber es ist bisher noch nie vorgekommen, dass mich ein Foto so umgehauen hat. Kilians Blick hat mich direkt gefangen genommen und das muss schon etwas heißen, oder nicht? Ich hatte in meinem Leben noch nicht so viele Beziehungen, doch die Männer, mit denen ich zusammen war, haben niemals dieses Kribbeln in mir entfacht, das bereits Kilians Foto mir verursacht hat. Wahrscheinlich spielen meine Hormone vor Aufregung ein bisschen verrückt, aber vielleicht ist es auch einfach, wie Finn gesagt hat, und ich muss mich auf ein Abenteuer einlassen. Schließlich bin ich nur einmal in meinem Leben Studentin. Ich werde gleich heute zu Liv fahren und ihr Nachhilfe geben, und dabei hoffe ich, dass ich auf Kilian treffen werde. Ach, Kilian heißt dein Angebeteter also. Sch, nicht so laut. Ich blicke könnte. Er studiert auch hier, füge ich leise an. Er ist Rugby-Spieler. Finn hebt vielsagend die Brauen und ich muss lachen. Jetzt hör schon auf. Ich hake mich bei ihm unter und wir spazieren weiter über den Campus. Dass es Zufall ist, dass Finn dabei geradewegs auf die Sportplätze zustört, glaube ich nicht. Aber ich werde mich sicherlich auch nicht beschweren. Jetzt rück aber mal raus mit der Sprache. Wie war es bei dir? Finn zieht einen Mundwinkel hoch und zwinkert mir lässig zu. Was glaubst du denn? Ich habe mein erstes Date klar gemacht. Ist das zu fassen? Es ist nicht nur so, dass Finn, egal wo er hinkommt, gleich Kontakte knüpft. Meistens reißt er sich auch direkt jemanden auf. Ich frage mich, ob es an seiner unkomplizierten Art liegt oder schwule Männer vielleicht generell offener sind. Jedenfalls hat mein bester Freund immer so ein Glück. Und wie heißt er? Frag ich. Dean, er ist 2 Jahre älter als ich und will heute Abend unbedingt mit mir nach Truro, Fish and Chips zu essen. Wie romantisch, mache ich. Romantisch wird es erst danach, erklärt mir Finn. Wir werden etwas trinken und ich werde mich nicht nüchtern genug fühlen, um zurückzufahren. Und wir werden die Nacht in einer gemütlichen, altmodischen Pension verbringen. Das nenne ich meinen Plan, sage ich und bewundere Finn für seinen Mut. Ich selber fühle mich schon wie Superman persönlich, weil ich zugesagt habe, zu Liv nach Hause zu kommen, wo eventuell die Möglichkeit besteht, dass ich auf Kilian treffe und 1-2 Worte mit ihm wechseln könnte. Du bist mein Held, Finn. Und du ein Quatschkopf. Er strubbelt mir durchs Haar und ich habe Mühe, ihn abzuwehren. Stell dich nicht so an. Eine wilde Mähne lässt sich verwegen aussehen. Verwegen. Und was soll das heißen?
Ich ordne meine mittelblonden langen Haare so gut es geht. Ich bin ja wohl die Verwegenheit in Person. Eher das Gegenteil. Charmant wie immer, gebe ich zurück, frag mich aber insgeheim, ob er recht hat. Sehe ich langweilig aus? Charmant wie immer. Ich blicke an mir hinunter. Sicher, ich steche nicht durch einen 90s-Look hervor, so wie Finn, und ich habe auch nicht diesen leicht morbiden und dabei super eleganten Stil wie Liv, aber langweilig? Meine Jeans sitzen knalleng, da haben einen Schlitz am Knie. Dazu trage ich einen karierten Pullunder über einer weißen Bluse. Dieses Outfit erschien mir passend für meinen ersten Unitag, passend und nicht langweilig. Außerdem habe ich ein Nasenpiercing, was meinen ganzen Look ein Augenzwinkern verleiht. Zumindest hoffe ich das. Ja, sieh dir das Unheil bloß genau an. Hast du dieses Strickmonster von deiner Oma geklaut? Finn! Zieh das Teil ja nicht zu den Mackenzies an, wenn du nicht willst, dass dieser Kiel dich wie eine alte Lady über die Straße führt oder dir die Taschen trägt. Bei der Vorstellung muss ich lachen. Immerhin könnte ich so mit ihm ins Gespräch kommen. Ja, über Haftcreme und Rheumatabletten. Du bist ein Idiot! Finn und ich albern weiter herum, wobei wir auf ein kleines Gebäude vor den Sportplätzen zusteuern. Schon vom Weiten erkenne ich die Glasvitrinen, die dort hängen und vollgestopft sind mit Trophäen, alten Trikots und Fotos. Mein Herz beschleunigt sich, als mir klar wird, dass ich dort vielleicht auf ein zweites Bild von Kilian stoßen werde. Ob es die gleiche Wirkung auf mich haben wird? Was ein Zufall, da hängen ja Fotos. Dann kannst du mir diesen Hübschen doch direkt mal zeigen. Zufall. Na klar, sag ich, ziehe Finn aber mit, weil ich es selber kaum erwarten kann, die Rugby-Mannschaft in Aktion zu sehen. Rose Lane Rabbits steht in der Mitte des Schaukastens, hellblaue Buchstaben auf schwarz-weißem Grund. Rose Lane Rabbits, liest Finn vor und wirkt alleine von diesem Namen beeindruckt. Ich lasse ihn los, trete näher an die Vitrine herin und bin erstmal erschlagen von all dem Zeug, das sie enthält. Es kommt mir vor, als stünde ich vor einem Wimmelbild und meine Aufgabe wäre es, Kilian darauf zu finden. Wieder rausgepickt. Er ist allein auf einem Bild zu sehen, umklammert einen Ball und stiert so fies in die Kamera, als wäre er zu allem entschlossen. Nein, der Typ sieht's aus, als könnte er nicht mal seinen eigenen Namen buchstabieren. Reihe für Reihe scanne ich die Fotos ab. Irgendwo muss er doch sein. Und dann entdecke ich ihn, mitten in einer Ansammlung von Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Kilian blickt über die Schulter zurück und auch wenn das Foto nicht in Farbe ist, üben seine Augen dennoch wieder die gleiche Anziehungskraft auf mich aus wie vorhin. Er lächelt, was mich automatisch zurücklächeln lässt, doch es sieht nicht aus, als würde er in die Kamera blicken, sondern zu jemandem, der schräg hinter ihm läuft und auf dem Foto nicht zu sehen ist. Er trägt eine Trainingsjacke mit der Aufschrift K. Mackenzie und sein Haar wird leicht vom Wind zerzaust. Die Aufnahme wirkt wie ein Schnapp, als hätte der Fotograf spontan seine nennt sich um ein Foto aus einem Jahrbuch oder einer Studentenzeitung zu handeln. Denn auch die anderen Spieler sind nicht sonderlich professionell und in Schwarz-Weiß abgebildet. Das ist er also, sagt Kilian und ich sehe ertappt auf. Woran hast du das gemerkt? Daran, dass du das Foto anstarrst, als wäre es ein Starschnitt aus dem Pop-Rocks-Magazin. Finn tritt näher an die Glasvitrine heran und nickt fachmännisch. Breite Schultern, ein offenes Lächeln, ein leicht draufgängischer Blick, muskulöse Arme. Du hast mein Okay. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Ich schaffe es nur schwer, mich von Kilian abzuwenden. Es ist verrückt, dass mir sein Foto so gut gefällt. Ich meine, ich habe ihn ja bisher noch nicht mal live gesehen und trotzdem kriege ich Herzklopfen, allein von dem Bild. Man verguckt sich immer zuerst ins Äußere, Shawnee. Finn verschränkt die Arme und lehnt sich an den Schaukasten. Dabei ist es total egal, ob man jemanden durch die Stadt laufen sieht, einen Film schaut oder ein Foto betrachtet. Wir sprechen ja nicht von Liebe auf den ersten Blick, sondern einer einfachen Schwärmerei. Was denkst du denn, wie ich mir Dean ausgesucht habe? Da spielt nur das Aussehen eine Rolle und nachher werde ich rausfinden, ob wir auf einer Wellenlänge sind. Wahrscheinlich hast du recht. Mit ziemlicher Sicherheit habe ich das. Finn legt wieder den Arm um mich und nachdem ich noch einmal zu Kilian zurückgesehen habe, gehen wir beide los. Red mit Liv. Finde raus, ob ihr Bruder vergeben ist und wenn nicht, dann trau dich an ihn ran. Du hast nichts zu verlieren. Im schlimmsten Fall ist er ein Volltrottel. Dann weißt du wenigstens Bescheid und im besten Fall? Finn summt eine Hochzeitsmelodie. Ich grinse und nicke. Du bist der Beste, dass du mir das nie vergisst.